Wolfgang Bartels und Angelo Augustino, beide vom Festausschuss Ehrenfelder Karneval. Der eine ist Vorsitzender, der andere ist Zugleiter des Ehrenfelder Dienstagszugs. Das ist einer der größten Dienstagszüge, wenn nicht sogar der größte Dienstagszug, müssen wir ein bisschen aufpassen, in der gesamten Republik. Es gibt nicht wirklich gute Nachrichten in der Corona-Zeit für 2021. Herr Bartels, Sie haben eine Entscheidung getroffen. Wie ist die, was den Dienstagszug angeht? Ja, nach langem Hin und Her. Und wir haben es ja auch einige Wochen noch vor uns hergeschoben, um auch die allgemeine Entwicklung eben halt abzuwarten. Haben wir in unserer letzten Vorstandssitzung beschlossen, den Ehrenfelder Dienstagszug 2021 abzusagen. Das ist uns natürlich sehr, sehr schwer gefallen, das können Sie sich vorstellen, weil wir machen seit Jahren, Jahrzehnten den Dienstagszug mit großem Erfolg. Und wenn man dann sagen muss, Mensch, aus den Gründen Corona, du kannst es nicht verantworten, dann so einen Zug abzusagen, es tut einem natürlich sehr leid. Aber man muss ganz einfach auch die Realität sehen. Wir als verantwortlicher Veranstalter, und für uns steht vor allen Dingen die Sicherheit der Leute, nicht nur der Zugteilnehmer, sondern auch der Zuschauer, immer an erster Stelle im Vordergrund. Wir sind dafür verantwortlich, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen umzusetzen. Und das ist natürlich bei einem Konstrukt mit ungefähr 4.000 Teilnehmern und ich sage einfach mal, ich weiß es nicht, 200.000 Zuschauern am Rand, was man nicht beeinflussen kann, unverantwortbar, das eben halt durchzuführen. Deshalb haben wir leider die Entscheidung treffen müssen, den Dienstagszug 2021 abzusagen. Jetzt haben Sie die Entscheidung im Vorstand getroffen, des Festausschusses, aber nicht ganz alleine. Sie haben, glaube ich, Ihre Mitgliedsvereine auch befragt. Wie war da die Stimmung? Also es ist so, dass unsere Mitgliedsvereine, 14 an der Zahl, natürlich ein Stimmrecht haben und auch ein Mitspracherecht. Und bei so einer wichtigen Entscheidung sollte man, muss man, und wir haben es auch getan, unsere Mitgliedsvereine befragt. Und alle, die bisher geantwortet haben, haben ganz klar gesagt, da stehen wir voll hinter dieser Entscheidung, ist auch nicht durchführbar, ist halt leider so, müssen wir den Zug absagen. Also auch von deren Seite her ist es sogar so, dass der ein oder andere gesagt hat, Mensch, wir haben uns schon überlegt, ob wir überhaupt an dem Zug dann teilnehmen, ohne dass sie jetzt wussten vorher, dass wir irgendwann den Zug wahrscheinlich absagen müssen. Also von daher auch ganz klar gesagt, die Sicherheit, die Gesundheit der Leute, aller geht vor und dann ist diese Entscheidung also voll zu vertreten. Herr Augustino, Sie leiten den Zug. Ja. Ist das erste Mal, dass der Zug ausfällt? Also in der Zeit, wo ich bei der Sache bin, leider ja. Aber auch vorher ist aber der Zug immer gelaufen, also wir sind bei Wind und Wetter immer gelaufen. Wie schwer oder wie tut Ihnen das im Herz leid? So als natürlich tut das ja unheimlich weh, weil im Grunde genommen, sagen wir so, hätten wir die Möglichkeit gehabt, das Ganze mal irgendwie auch zu kompensieren oder sonst was, wäre natürlich eine tolle Sache. Gedanken hat man sehr, sehr viele drüber gemacht, genau dasselbe auch mal den Zug abzuspecken, weniger Teilnehmer von dem Verein her und so weiter und so fort. Aber wenn Sie überlegen, bei uns gehen 14 Schulen mit, da sind über 1600 Kinder. Können Sie mir sagen, wie Sie das abspecken wollen? Da können Sie ja schlecht sagen, der eine darf mit, der andere darf nicht mit, das geht doch gar nicht. So, das ist das. Dazu kommt das ja noch, der Bartel sagte ja, wir hatten jetzt voriges Jahr rund 500.000 Zuschauer. 500.000, müssen Sie sich mal vorstellen, wir sind im Prinzip ein Drittel vom Rosenmontagszug. Ja? Und wenn man sich überlegt, wie wollen Sie die Leute unter Kontrolle halten? Also, ich finde das unverantwortlich. Ja? Also, bei aller Liebe, natürlich tut das weh, natürlich die ganze Vorfreude und auch der ganze Ärgernis, der zwischendurch auch dazugehört, das gehört ja einfach dazu. Aber ich sage mal so, wie der Kollege jetzt auch gerade gesagt hat, Sicherheit geht vor. Ja, und das ist das auch nur, das nützt ja alles nichts. Also wer da meint, der müsste mit dem Kopf durch die Wand, da muss er das alleine machen. Tut mir leid, ich und wir alle würden mal die Verantwortung nicht übernehmen. Ja. Josef Würges, Sie sind Bezirksbürgermeister von Ehrenfeld, steckt noch mitten im Kommunalwahlkampf natürlich momentan. Sie sind 23 Jahre lang sozusagen immer an dem Spitzenwagen, glaube ich, mitgefahren und haben den Zug dann am Ende, glaube ich, auch nochmal begrüßt, wer da dann fertig war. Habe ich falsch gesagt? Also 23 Jahre auf dem Wagen war ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es waren, ich habe es nicht nachgehalten, müsste ich mal die Frau Bartel fragen. Nein, ich war immer
nah an der Seite des Festausschusses Ehrenfelder Karneval. Ich bin ja auch im Herzen ein Karnevalist und deshalb ist es auch für mich persönlich schon sehr traurig, dass der Dienstagszug, der größte Dienstagszug, den ich überhaupt auch kenne, nicht stattfinden kann. Aber das ist alternativlos für mich. Des Weiteren wird auch die Eröffnung des Straßenkarnevals auf dem Lenauplatz nicht stattfinden, nach Absprache mit dem Mitveranstalter, die KG Rheinflotte, haben wir uns gemeinsam entschieden, Rheinflotte und ich, keinen Umzug vom Rathaus zum Lenauplatz durchzuführen und dort auch keine Eröffnungsveranstaltung, also Schlüsselübergabe durchzuführen. Auch traurig, aber alternativlos. Des Weiteren wird die berühmte Prümmelbud-Sitzung des Bezirksbürgermeisters nicht stattfinden, weil das Enge und das Schöne und das Gemütliche, das können wir mit 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand nicht hinbekommen. Das wäre also, wie ich finde, mehr als komisch, da rumzuhängen und ab und zu mal zu winken oder sich vielleicht mit dem Ellenbogen anzustoßen. Also, nee, tut uns leid, aber das ist nichts. Das hat auch dann, ist eher abturnend als antörnend und deshalb wird dies auch so nicht stattfinden. Als Ehrenfelder und als Kölner, blutet Ihr Herz? Natürlich, also als auch als Karnevalist. Das ist ja nicht eine Sache, wie als mal ein Sturm war, okay. Da hat der Zug nicht stattgefunden, habe ich auch schon erlebt, wo die Biergläser, wo die Kränze durch die Gegend flogen beim Rosenmontagszug. Aber anschließend ist man ein Wehtschaffer ja eine Kölsch getrunken. Hätte ich gesagt, ja moin, ist Dienstag, ob der Dienstagszug nach Ihrer Fall, dann ist das Ding wieder gelaufen. Nein, das ist nicht der Fall, das ist was anderes und es wird sicherlich auch Formen geben, wo man sich gemeinsam vielleicht trifft, muss ja nicht über eine Videokonferenz sein, wo jeder einen anderen Mützop hat und man sieht das dann im Fernsehen. Muss auch nicht sein, aber ich denke, es wird Formen finden und Leute werden sich finden. Und wenn sie halt eben zu fünft oder sechst am Dienstagszug irgendwo stehen und sagen, guck mal, da wäre er gegangen oder vielleicht auf dem Neptunplatz mal schauen oder mal spazieren gehen, auch mit Kostüm, das ist ja nicht verboten. Ein Kostüm kann man ja immer noch anziehen. Aber das kann man auch machen. Man sollte. Gibt es noch keine virologische Empfehlung für? Nein, da gibt es keine Empfehlung der Fachleute für. Also ich denke, das müsste sogar gesund sein. Zumindest bewegt man sich dann auch ein bisschen. Nur das Singen sollte man dann alleine hinbekommen, ohne dass es eine größere Gruppe ist, weil das würde dann auch nicht den Bestimmungen des Landes entsprechen. Es sei denn, die Bestimmungen werden verschärft oder gelockert, das wissen wir ja noch nicht, weil bis jetzt sind die Bestimmungen ja noch bis Ende September, glaube ich, in Kraft und danach müssen wir dann weiterschauen.